Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Steinl Spotlight, heute zum Thema Heißkleben. Mein Name ist Sven. Ich bin Nadine und wir präsentieren heute unsere brandneue Heißklebe-Range von Steinl. Seit 30 Jahren haben wir Heißklebepistolen im Sortiment. Jetzt haben wir alle neu designt, auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Genau. Wir lassen es erstmal ein bisschen auf euch wirken. Als erstes sieht man eine schöne moderne Farbe, Anthrazitgrau. Und ihr seht, da sind Nummern drauf. Genau, auf jedem Gerät befindet sich jetzt eine Ziffer und das macht für euch die Orientierung für euren Bedarf nochmal leichter. Das heißt, wenn ich halt eben im Einstiegsbereich bin, die 1 und dann geht das bis 7 hoch, 1, 3, 5 und 7. Damit haben wir 4 Serien für genau 4 Anwendungszielgruppen und dazu wollen wir mal einmal ins Detail gehen. Ne? Genau. Was ist denn bei der 1 jetzt? Die 1. Die 1 richtet sich an den Anwender, der einfach gerne gelegentlich bastelt. Und der kann sich dann entscheiden, einmal zwischen einer Akkuklebepistole und einer kabelgebundenen Klebepistole. Und ihr findet einmal die 7 mm Sticks können damit verarbeitet werden, beziehungsweise 11 mm Sticks. Und die einer Serie, sage ich, ich empfehle immer die akkubetriebenen Geräte. Warum? Weil man einfach ohne Kabel sich viel freier am Basteltisch bewegen kann. Und das richtig Tolle bei Steinl ist, diese Akkuklebepistolen sind innerhalb von 15 Sekunden startbereit. Also richtig schöne Sache. Wenn ich dann etwas mehr Fördermenge brauche, dann geht es eigentlich in der Dreierklasse weiter, wie wir es nennen, für den ambitionierten Heimwerker. Hier habe ich einfach mehr Fördermenge. Aber ich sage dann, wenn man mich persönlich fragt, würde ich immer sagen, die Welt spricht Akku. Ja, genau. Auf vieler Nachfrage hin haben wir auch jetzt noch eine Akkupistole, die nochmal etwas besser ist als unsere kleinen Lithium-Ionen-Pistolen. Wir haben hier auf das Bosch-System gesetzt, die Power for All Alliance. Ich kann jeden Akku aus dieser Allianz, also auch von anderen Herstellern, mit dieser Pistole nutzen. Das heißt, wir haben uns hier auch nochmal nachhaltig mehr überlegt, um auf ein System zu setzen. Ich habe hier 2 Temperaturstufen und kann mit der Pistole für jeden, der halt eben schon mehr klebt, wie du es ja eben gerade beschrieben hast, auch nochmal 2 unterschiedliche Kleber verwenden. Also was niedrig temperiertes bei 130 Grad für empfindliche Materialien oder eben Standard 200 Grad für alle anderen Klebeanwendungen. Okay, Nadine, und dann gehen wir weiter in den Profibereich. Genau, bei dem Profi sind wir in der Serie 5 und 7 und die 5011, also unsere Akkuklebepistole aus der Serie 5, da setzen wir auf das CRS-System, das ist von Metabo. Wir haben halt eben schon vor anderthalb Jahren 2 Heißluftgebläse aus der CRS-Allianz rausgebracht und ergänzen diese Serie endlich um eine Klebepistole. Also schon sehr stark nachgefragt worden bei den Handwerkern, die schon mehr auch kleben, eine höhere Fördermenge brauchen und flexibel arbeiten wollen, ist das Gerät perfekt geeignet. Aha. Hat auch 2 Temperaturstufen, muss man ergänzen. Super. Ja. Und dann hat eigentlich unser Flaggschiff, ist die aus der 7er Serie, die ist dann wirklich für Heavy-User. Genau, also unser absolutes Top-Gerät, High-End, für alle, die wirklich dauerhaft sehr viel und sehr schnell Kleber benötigen. Also eine Klebemenge von 35 Gramm pro Minute bekomme ich hier raus. Ich kann nahezu alles an der Pistole einstellen. Wenn ich den Bügel bei der Anwendung als störend empfinde, dann kann ich den auch abnehmen. Ich habe hier die Möglichkeit, 40 bis 230 Grad hinten einzustellen und kann wirklich jeden Kleber aus unserem Profisortiment verwenden und habe hier nochmal Kleben als ganz neue Lösung, also wirklich kompakt für alle Heavy-User im professionellen Bereich. Ja, prima. Ich denke, wir haben euch neugierig gemacht. Ihr seht, für jede Anwendung und für jeden Anwender die passende Pistole, akkubetrieben oder kabelgebunden. Wir haben immer die passende Lösung. Steinl seit 30 Jahren euer Partner an der Seite für Heißkleben. Wir wünschen euch viel Spaß. Und wir haben noch jeweils die einzelnen Serien nochmal separat vorgestellt. Wenn ihr schon wisst, welche Serie euch mehr interessiert, schaut hier unten, sind alle Videos nochmal verlinkt zu den einzelnen Serien. Bis zum nächsten Mal. Genau, danke euch.